Nein. Das bieten Menschen im Internet an. Sie müssen sich bloß einen Namen ausdenken, 519 Dollar überweisen und dann haben sie eine Briefkastenfirma. Ja, unglaublich. Auf diese Weise werden 16 Milliarden Dollar in Steueroasen versteckt. Wissen Sie was? Das machen wir jetzt auch. Was? Ja, ich spiele jetzt jemanden, der keine Steuern zahlen möchte. Sie meinen, Sie spielen sich selbst vor 10 Minuten? Ja, und ich möchte mit den Cash-Reserven nichts mehr zu tun haben. Aber jederzeit darauf zurückgreifen Gut. können. Wissen Sie, was wir machen? Wir Nein. gründen eine Briefkastenfirma. Gut. Die UTOF Unlimited. You too. Geiler Name für Steuerhinterziehung. Genau. Gut, wie gehen wir vor? Ja, ganz einfach. Ich bleibe hier und Sie gehen in die Steueroase. Für mich als mein Strohmann. Strohmann pro bono, verstehe. Alles klar. Och, ist aber ganz schön kalt für eine Steueroase. Ja, ist Delaware, USA. Durchschnittstemperatur 10 Grad. Ich dachte, ich gehe offshore. Ja, Sie sind doch offshore. Weg vom Strand. Das ist völlig trostlos hier und so einsam. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe Sie in einem Gebäude untergebracht, wo Sie sich mit 280.000 anderen Firmen den Briefkasten teilen. Ist aber nicht sehr hygienisch. Aber sehr ökonomisch. Okay. Hier. Was ist das? Das ist die Director's Declaration. Ah, meine Ernennungsurkunde. Ja, mit diesem Schein werden Sie Direktor. Scheindirektor. Genau. Was? Damit erklären Sie, dass Sie meinen Anweisungen folgen. Moment. Ich dachte, ich bin hier der Direktor. Sie? Ich zahle Sie nicht fürs Denken. Hier. Okay. Was ist das? The Purpose of Attorney. Damit bleibe ich offiziell weiter Geschäftsführer. Bleibe ich Geschäftsführer, obwohl ich offiziell nichts zu sagen habe. Ja, und hier. Moment, was? Was ist das? Ihr Resignation Letter. Ja, Moment, ich resigniere nicht, ich kämpfe bis zum Schluss. Damit bitten Sie um Ihren Rücktritt. Ich habe da noch gar nicht angefangen. Unterschreiben Sie jetzt. Okay, ja. Das Datum lassen wir noch offen. Ja, Moment, da können Sie mich ja auch im Nachhinein sozusagen kündigen. Natürlich. Ich muss mich doch absichern vor solchen Offshore-Halodris wie Sie. Leute, die solche Papiere unterschreiben, denen kann man doch nicht trauen. Auf, auf gute Zusammenarbeit. Ja, ja. Und was jetzt? Jetzt machen wir mit dieser relativ einfachen Konstruktion sehr, sehr komplizierte Geschäfte, um ein bisschen Steuern zu sparen. Ah, Moment. Sie versuchen doch, hier Gelder am Fiskus vorbei ins Ausland zu schaffen. Aber nein, nein. Ich mache ganz legale Geschäfte mit Herrn von Wagner von der UTOF Unlimited. Was für Geschäfte? Dienstleistungen. Herr von Wagner berät mich. Mach ich? Ja, los, beraten Sie mich. Ja, Herr Uthoff, wie trinken Sie Ihren Kaffee? Schwarz. Dann sollten Sie keine Milch reintun. Hervorragend. Hervorragend. Hervorragender Ratschlag. Dafür zahle ich Ihnen 7 Millionen Euro. Ja. Dankeschön. Das ist Coffee Consulting. Wo ist das Geld jetzt? Bei mir nicht, ich habe nichts zu versteuern. Haben Sie das Geld? Was für Geld? Na, sein Geld. Oh, da muss ich nachschauen. Das ist, glaube ich, auf einem Schweizer Konto. Grüezi. Wer zum Teufel sind Sie jetzt? Ich bin der Mittermeier von der Credit Suisse. Hetzen Sie mich nicht. Ich bin im Stresstest. Und das ist jetzt das Geld von der UTOF Unlimited? Herr Mittermeier, ich kann mich doch auf das Bankgeheimnis verlassen. Wer hat's erfunden? Ja, fühlen Sie sich nicht zu sicher. Noch. Bald ist Ihr doofes Bankgeheimnis genauso löchrig wie Ihr doofer Käse.
bald. Bald ist bei uns in der Schweiz ein sehr, sehr, sehr dehnbarer Begriff. Ja? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Unser Geld ist in Sicherheit in der Schweiz, vermehrt sich da steuerfrei. Aber jetzt ein Problem, Sie kommen ja gar nicht mehr an das Geld ran. Aber natürlich, gar kein Problem. Ich zeige Ihnen das mal. So. So, da ist das Geld, jetzt werden die Steuern fällig. Das glaube ich nicht. Schauen Sie, jetzt mache ich ein Geschäft mit mir selbst. Ich nehme einen Kredit bei mir selbst auf. Und der ist steuerfrei. Das geht mir hier jetzt aber entschieden zu schlecht. Ach. Sagen Sie mal, Herr Uthoff, wenn das so einfach darstellbar ist, dass selbst wir das schaffen, warum machen die Staaten da nichts gegen diese Steueroasen? Ich meine, ah, das ist doch gar kein Problem. Schauen Sie, das ist doch ganz einfach. Diese Steueroasen, die können mit den Steuern machen, was sie wollen. Das sind ja völlig unabhängige, souveräne Staaten. Ach so. Okay. Ja, keine Ahnung von Erdkunde. Was? Naja, bayerisches Abitur. Was denn? Also, bitte, ist ja gut. Hinsetzen. So. Was haben wir hier? Die Kanalinseln, Bermudas, britische Jungferninseln, Cayman Islands. Das sind die großen Steueroasen. Aha. Fällt euch was auf? Ja, die sind ziemlich klein. Fast. Das sind sogenannte britische Überseeregionen. Die sehen aus wie eigenständige Staaten, sind es aber nicht. Die Regierungen werden von der britischen Königin eingestellt. Das heißt, faktisch gehören die zu England. Moment, das heißt ja, dass Großbritannien, die so tun, als würden sie gegen Steueroasen vorgehen, selber Steueroasen betreiben? Richtig. Ja, aber warum? Da stellen wir uns mal ganz dumm und euch vor, ihr seid eine Regierung und wollt neoliberale Politik machen. Ach, Politik gegen die sozial Schwachen, Steuersenkung für Reiche. Ach, für so eine Politik kriegen wir in der Bevölkerung doch niemals eine Mehrheit. Außer man schafft irgendeinen Sachzwang oder... Zum Beispiel? Steueroasen, in denen die Steuern viel niedriger sind als im eigenen Land. Da fließt dann das Geld hin? Und eurer Bevölkerung sagt ihr, ihr müsst den Reichen die Steuern senken, weil die sonst mit der Kohle in eine Steueroase abhauen. Das nennt man Steuerwettbewerb. Ach, und deswegen sind die Konzernsteuern in den letzten Jahren einfach, die haben sich halbiert? Ja, dann ist die Politik ja gar nicht machtlos. Nein, Klaus, das ist nur eines von den vielen unverschämten Märchen. Nicht gucken, Sie werden nie erraten, wer diese TTIPs im Grunde im Prinzip erfunden hat. Das war nämlich... Deutschland. Es war Deutschland. Im Jahr 1959 gegen Pakistan. Naja, schauen Sie, die ganzen Unternehmen, die wollen ihre Investitionen schützen. Das viele Geld, das sie da reingesteckt hat. Schauen Sie zum Beispiel Apple. Ja, aus einer Garage zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Und alles ganz aus eigener Kraft. Ja, nicht ganz aus eigener Kraft. Das ist Blasphemie. Nicht alles ist Blasphemie, nur weil es Ihnen nicht passt. Hier, nehmen Sie mal. iPhone. Ja? Apples großartigstes Produkt, wie Sie selber sagen. Hier, wunderbar, Kerntechnologien sind, ach, was frage ich Sie, GPS, Internet, Multitouch-Display und irgendwas mit F, Mikrofestplatten. Ne? Ja. So. Alles staatliche Grundlagenforschung. Das ist steuerfinanziert. Ach, geben Sie mal her, da frage ich mal jemanden, der deutlich seriöser ist als Sie. Siri? Wer hat dich erfunden? Ich, Siri, wurde von Apple in Kalifornien entwickelt. Moment. Siri, was du wieder verschweigst, allein deine Grundlagen hat ein staatliches Projekt an der Universität Stanford gelegt. Leck mich am Arsch, du Klugscheißer. Haben Sie einen Kaffee? Nein, ich habe ein Problem. Ja, vor allem ein modisches. Ich bin Starbucks. Was sind Sie? Ich habe 40 Millionen Gewinn gemacht. Vor Steuern. Ich bin am Ende. 40 Millionen? Wie konnte das passieren? Ich weiß nicht. Ich habe getan, was ich konnte. Sie verkaufen überteuerte Plörre in Eimern ohne Service mit Warteschlangen. Ja, und die Leute reißen mir das Zeug trotzdem aus der Hand. Das ist kein Grund, so viel Gewinn zu machen. Das soll auch nicht wieder vorkommen. Ja, das wird's auch nicht. Ich zeige Ihnen mal, wie man als Konzern in Europa legal die Steuer umgeht. Pass auf, wir machen mal aus Ihrem, sagen wir mal, Gewinn von, was haben Sie gesagt, 40 Millionen, einen Verlust von 60 Millionen. 60 Millionen Verlust sind Sie, wahnsinnig. Nein, das ist doch, das Geld ist ja noch da, ist ja nur verreist.
Ach, wohin? Nach Holland zu ihrer Mutter. Ach, Mama. Ich wusste gar nicht, dass ich so sozial bin. Natürlich sind Sie sozial. Sie sind eine Tochter. Von Ihrem Mutterkonzern. Ach so. Ja, und diese ganzen deutschen Starbucks-Filialen, die gehören zur Mutter. Ja, die klammert aber auch. Ja, deswegen heißt sie auch Holding. Ja, relativ einfach. Ja. So, und der überweisen Sie jetzt Ihren ganzen schönen Gewinn. Ja. Wieso, wofür ist denn das Geld? Ja, damit Sie Ihren Namen nutzen können. Ach, aber Sie, das ist doch völlig unglaubwürdig. Ne? Den hat Mama mir doch einfach so gegeben. Und ich meine, Max ist ja auch nicht so wahnsinnig aufwendig. Okay, jetzt nicht, Namen, muss ich sagen. Nicht Ihren Namen, Ihren Namen. Ach, gut. Sie sind Starbucks. Was glauben Sie, was das gekostet hat? Was hat's denn gekostet? Nix. Das haben die aus Moby Dick geklaut. Ach, wissen Sie, was die Figur Starbuck bei Moby Dick war im Roman? Steuermann. So. Und offiziell, ne, offiziell zahlen Sie jetzt jedes Jahr horrende Lizenzgebühren, nur damit Sie diesen Namen nutzen können an Ihre Mama-Holding. Und so werden aus meinen vielen, vielen Gewinnen ganz, ganz viele verloren. Moment, Moment, Moment. Jetzt ist mein Geld ja in Holland. Da kommt doch dann das holländische Finanzamt. Keine Sorge, die robben Sie nicht aus. Nein, die Gewinne aus Lizenzen, die sind da in Holland nahezu steuerfrei. Ach, und deswegen habe ich mit 160 Filialen in Deutschland in den letzten Jahren 0 Cent Unternehmenssteuern bezahlt. Ja! Oh, jetzt will ich auch mal das Arschloch sein. Ja. So. Seit wann ist der Sohn von Wilhelm Tell ein Arschloch? Ach, jetzt hören Sie. Ich bin Apple. So. Wissen Sie, was mein Erfolgsgeheimnis ist? Das weiß doch jeder, Steve Jobs. Das ist falsch. Nein, das ist Katie Kearney. Wer ist das denn? Na ja, sagen wir mal so, das ist eine höhere Buchhalterin, Managerin, die gerne unerkannt bleiben möchte. Ach, und was macht die? Na, sie macht Apple. Also mich zu einem irischen Unternehmen. Jetzt kommen Sie mal, ehrlich, Entwicklung und so, das findet alles in Kalifornien statt. Zusammengeschraubt wird das Zeug in China. Ja, und deswegen bin ich zum Großteil ein irisches Unternehmen. Nein, doch. Warum? Ja. Wegen Katie Kearney. Die muss ja Unmenschliches leisten. Na, sie lebt in Irland. Irre. Ja, nein, sie ist Irin und sie sitzt in einer meiner Firmen, der Apple Operations International, als Vorstand. Ach, das ist eine Briefkastenfirma, oder? Nein, die haben noch nicht mal einen Briefkasten. Wir haben nicht viel Platz, weil wir brauchen ein Konto, das groß genug ist, die ganzen Gewinne aus Europa, also fast alle, auf dieses Konto zu leiten. Und von da aus geht's dann in die Steueroasen. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, das ist eben der Trick. Mich gibt's gar nicht. Ach so, Moment mal. Ja. Den Amerikanern sagen sie, ihr Sitz sei in Irland. Ja. Und deswegen werde ich in Amerika nicht besteuert. Und den Iren sagen Sie, dass Sie von den Offshore-Inseln gemanagt werden. Und deswegen werde ich in Irland nicht besteuert. Das nennt man doppelte Nichtbesteuerung. Sagen Sie mal, Sie wertvollstes Unternehmen der Welt. Ja. Ne? Was ist denn da so in den letzten Jahren in Deutschland an Unternehmenssteuern geflossen? Ah, ich kann nicht genau sagen, 2011 waren es 201.493 €. Immerhin. Naja, es war eine Steuerrückerstattung. Ne, was? Können Sie sich das vorstellen? Ich hab Geld. Jo. Jetzt will ich auch mal das Arschloch sein. Oh, was? Was sind Sie? Amazon. Ach. Oh, Moment, Moment mal, was geht's an denen auszusetzen? Ne? Ja. Die liefern doch recht pünktlich. Schon mal von Amazon eine Rechnung bekommen? Ja. Und was stand drauf? 50 Shades of Grey. Oh, jetzt. Falsch, du Pinguin. Da stand drauf Amazon EU Saar Rüplettis Luxemburg. Ist doch logisch. Das Buch wird geschrieben und gebunden in England, gekauft und gelesen in Deutschland. Und deswegen versteuern wir die Einnahmen in der Mitte in Luxemburg. Ja, dann zahlen Sie halt in Luxemburg Steuern, oder? Mach ich auch. Ja. 1%, fast. Super Deal. Kinder, das ist nicht mehr lustig. Weißt du, irgendwelche anonymen Reiche und Konzerne, die klauen den europäischen Staatsfonds jedes Jahr 1 Billion € Steuergelder. Mit einem Bruchteil davon, da könnte man ja tatsächlich schon die Krisen in den Krisenländern, in den südeuropäischen Ländern, da könnte man die Krise beenden. Aber nein, wir sagen ja, das ist Demokratie. Ne? Da müssen eben Millionen leiden, damit wir ein paar wenige Milliarden machen können. Und der Staat hilft mit, indem er sich mit Steueroasen selbst bescheißt. Deswegen muss man es im Grunde gar nicht mehr Steueroasen nennen. Eigentlich muss man es Steuerkloaken nennen. Das ist gut. Ja. Aber jetzt ist das ja alles vorbei. Denn jetzt wird aufgeräumt. Die EU-Kommission räumt jetzt auf mit Jean-Claude Juncker aus Luxemburg. Sagen Sie mal, Amazon, mit wem haben Sie diesen perversen 1%-Deal eigentlich ausgehandelt damals? Na, mit dem damaligen Regierungschef Jean-Claude Juncker aus Luxemburg.
Jetzt erzählen Sie wenigstens keinen Bullshit mehr. Und damit sind Sie wieder mehrwertsteuerbefreit. Ach. Was denn? Die Analyse ist doch da. Was sitzen Sie hier rum? Jetzt müssen Sie aktiv werden. Ja, wie will man denn jetzt Leute für gerechte Konzernbesteuerung mobilisieren? Na, also, ich hatte da zumindest mal ein Transparent gemacht, aber wollen Sie es sehen? Da. Ja, schauen wir es doch mal an. Hier. Gemeinsame, aha, konsolidierte, ja, Körperschaftssteuer, Bemessungsgrundlage, jetzt. Gut, zugegeben, ist ein bisschen sperrig. Ja, ich weiß auch nicht. Freunde, komm, jetzt gib's nicht auf, Was denn? Aber hey, das kann nicht funktionieren. Aber wenn ihr Konzerne wie Starbucks mal richtig reintreten wollt, dann müsst ihr das über die Kunden machen, verstehst du? Okay. Über die Kunden, Aktion, verstehst du? Ja. Auf Facebook, auf Twitter, Handys raus, filmen. So, pass auf. Ja. Okay. Kids, ZDF, Lebende, pass auf. Ihr da draußen, ihr geht jetzt alle in einen Starbucks-Laden. Ja. Und dann geht ihr zu dem Barista. Cappuccino Sepp hin und sagt, hey Barista, du gibst mir jetzt ein wenig Frappuccino mit Haselnussdressing und Schokostreusel. Und dann nimmst du ihn und dann trinkst du. Ja. Und dann, der schmeckt nicht. Nee. Da sind keine Steuern drin. Und dann, pass auf, und dann nimmst du ihn. Ja. Alles wird gefilmt. Du nimmst ihn und du kippst in dir diesen Eiskaffee über den Kopf, verstehst du? Und du stellst den Film dann auf Facebook, Twitter, Hashtag Starbucket Challenge. Ja. Super. Ja. Zuschauer der Anstalt. Ja. Und ich nominiere Klaus von Wagner. Ah, und ich nominiere Michael Mittermeier. Ich nominiere Chin Meyer. Ja. Hey. Und ich nominiere H.G. Butzkau. Ich nominiere Max Unterhof. Also, Moment. Männer, für die Steuer.